Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gartic Phone. Heute mit dem Team Pietsmeet und der Unterstützung von Andy, Shania und Luca. Hallo. Schön, dass ihr heute alle da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Und wie letzte Folge auch, alles wie immer, wir malen jetzt sofort und am Ende gibt es eine lustige Auflösung. Ich wünsche euch viel Spaß. Erstmal müssen wir Geschichten erfinden. Stimmt, erstmal müssen wir Geschichten erfinden. Also, bis gleich. So, nachdem letztes Mal ich irgendwie überall vorkam, machen wir es jetzt. Fettes Krokodil am See ist auch eine gute Vorlage. Jay rasiert sich die Wade. Ist meine Idee. Leeres Bild. Mach ich jetzt einfach nix? Was mache ich denn jetzt? Leeres Bild finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Ja, ist die falsche Farbe. So, das erinnert mich an so eine Museumsausstellung, weißt du? Da hängt ein Bild, da ist so eine kleine Plakette neben, die das erklärt. Das Bild ist unterschrieben und das Bild ist einfach leer. Ein weißes Bild, leeres Bild, wie auch immer. Das finde ich jetzt hoffentlich eine kreativere Lösung, als einfach nichts zu malen. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Wieso weint Jonathan? Jonathan weint und ich schlafe ein? Luca lacht über Jays Diagnose. Was? Ich mal jetzt quasi wie so ein Chirurg. Der hat ja so hellgrüne Sachen an. Der hat ja so einen Kittel an quasi. So, Jay ist traurig darüber. Und Luca, haben wir gelernt, hat Brille. Ist muskulös. Also ihr kennt ja das Afrika. Also ich habe keine Ahnung, was oben links ist. Ich weiß, dass das nicht Ägypten ist. Land oben links in Afrika mit Kamelen. So, dann, ich muss es einfach umschreiben, wenn ich nicht weiß, was es ist. Luca gegen Shania mit Scheren? Oh mein Gott! Alter, was sind hier für Sachen? Kurze schwarze Haare. Shania hat rote Haare. Das gefällt mir nicht, Shanias Brüste zeichnen zu müssen. Oh, mit Scheren, weil sie Kampf der Cutter ist das dann wahrscheinlich. Eindeutig. Eindeutig Luca versus Shania mit Scheren. Also, ich weiß nicht, das ist doch einfach nur zuckermäßig getroffen. The fuck ist das? What? Pietsmeet bekämpft, Scheiße, wie heißen diese Räder? Pietsmeet bekämpft Metallmonster mit Gott. Okay, Teletubby spielt Paintball gegen schwarzen Mann. Okay, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Ich sag jetzt einfach mal. Die haben ja alle irgendwie so Dinger über dem Kopf gehabt, so. Und dann waren da hier so ein Bereich. Und jetzt nehmen wir eine Knarre. Und die Kugeln werden auch hier rausgeschossen. Nein! Wieso wehrt sich... Wieso habe ich gelesen, der schießt mit Paintball da drauf? Okay. Egal. Kommen wir zur Auflösung der heutigen Folge. Wir starten mit mir. Was hast du denn? Der rasiert sich die Wade. Ah. Aber gut. Das ist ja schön. Ja. Das fand ich gut. Ui. Ah, ja, okay, guck mal. Das ist aber. Ich hab keinen roten Rasierer. Das ist das Wichtige. Aber schade, Luca, finde ich, hast du ihn gut getroffen. Ja. Das ist ein bisschen enttäuschend. Der rasiert sich die Beine. Ich glaube, daran ist es auch gescheitert, dass Luca nicht malen durfte. Ja, genau. Ich bin viel zu einfach zu malen mit meinen drei Haaren. Weißt du, die anderen haben noch ein Bart dabei. Ja, muss noch ein paar Stoppeln ins Gesicht malen. Uiuiui. Ja. Ja, da war auch gut gemacht. Der rasiert sich die Beine. Ja. Wunderschön. Ich glaube, kommt da noch was anderes, oder? Naja, also, warte mal. Keine Ahnung. Andi, macht's Andi kaputt noch? Jay rasiert sich die Beine. Nein! Als ob das funktioniert. Das ist ein Bandwurm. Das ist ein Wassereimer. Du musst ja irgendwo das sauber Stimmt, machen. Alter, das ist worauf ja kein rasier ich mir das denn? In einem Eimer? Ja. Ich hab schon wieder Lippenstift. Jetzt haben halt alle mit Lippenstift. Sein. Ja. Warum hast du angekohlte Nippel auch? Ja, wunderschön. Also, ich bin stolz auf euch. Habt da sehr gut gemacht. Ja, hat das Template vorgegeben.
Dr. Oh. G untersucht Lukas Lache. Was? Was? Okay. Ja, okay, das habe ich gezeichnet. Okay. Du weißt schon, was warte mal. Das war. Lukas durfte auch noch anfangen. Bitte möglichst abstrakte Sachen. Oh, ich weiß, wann das kommt. What the fuck, aber das bringt zumindest die lustigsten Sachen. Aber ich finde, es ging. Es ging sogar. Es ging. Guck mal. Ja, es ging. Okay. Da war schon vorbei, glaube ich. Ah, ja. Andi, okay, ja, komm. Mhm. Ja gut, Andi ja, und Luca sind ja auch ein Dreamteam. Das war's schon. Wenn ich zeichne nach Andi, das schreibt, das war's eigentlich schon. Luca also, lacht über Jess Diagnose. Oh. Ja, das musste ich dann mal. Luca lacht über Jess Diagnose. Ja, hat doch Luca davor schon also gemalt. Gut. Andi ja. ist dann nicht so weit weg von der Lösung. Ja. Oh, ist das denn voll gut? Warum? So. Kann ich mal kurz fragen, warum bitte hast du... Tot? Bitte hast du tot da drauf geschrieben. Oh. Alter, das ist ja, aber damit fies. Damit das klar ist, dass das eine Diagnose ist. Ja, aber dann ist das die genau. Diagnose, die ich gemacht habe. Okay. Ja, stimmt, du kannst noch gar nicht tot sein, meinst du? Ja, ja. Ich bin der diagnostiziert. Genau. Nee, Peter, der ist nicht, tot. Ich bin ja, der Diagnose nicht, abbekommt. Ja, da steht aber Nacht über Jace Diagnose. Kann man interpretieren. Das heißt nicht, dass du diagnostizierst, sondern dass das auch eine sein kann, die du bekommst. Ja, okay. Luca lacht über Jess tot. Okay. That escalated quickly. Jetzt verstehe ich, was daraus geworden ist. Hey, was ist denn? Oh kann man Gott. Sich, warte, ich lache wegen der Delfino. Oh Gott, ja, okay. Jetzt können wir das auf ein T-Shirt drucken. Ja. Okay. Wir haben uns auch noch gar nicht an Luca mit Muskeln dargestellt. Oh nein. Wieso Delfine? Das verstehe ich nicht. Ja, wegen meiner Lache. Das ist Delfin. Das hat Bram, glaube ich, auch so erkannt. Ja. Nee, das habe ich nicht so erkannt. Was? Ja. Bitte tötet Jay. War schon nah dran. Oh mein Gott. Jonathan, wie war das dein eigenes? Ja, war schön, dass ich das der blaue Vogel Twitter ist und dass die Person ist, die das quasi. Ach, der blaue Vogel. Find erstmal das Twitter-Zeichen, weiß das nochmal aus deinem Kopf. Holy shit. Ja. Im Vogel. Ja. Dr. J untersucht Lukas Lache, wurde zu Twitter. Okay, stark. Sehr schön. Sehr gut. Jay gibt vor. Ich hoffe, Peter. Oh, du Arschloch. Wirklich. Oh Gott, das war jetzt, was da rauskommt. Oh mein Gott. Ich hab einen kleinen Gruß hinterlassen. Das direkt abgebrochen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, wer mir die Beschreibung gegeben hat. Und das war Dennis. Hundertprozentig. Ich bin mir so sicher. Keine Ahnung, was bei mir angekommen ist. Ja, wow! Wow! Das heißt, wie aussehen. Also dahin, wo du zeigst, habe ich zumindest... Also Südamerika könnte nicht sein. Da, wo du hin zeigst, Afrika, ich weiß noch nicht ganz, aber bei mir ist das genau andersrum angekommen. Was? Ja, bin ich ja mal gespannt. Bram sagt auf jeden Fall... Okay, ist doch nicht Dennis mit deinem Schloss. Ja, genau, da ist Westsahara halt. Ja, ist schon okay, Bram. So. Ja, aber die Flagge hast du ignoriert. Also glaub, da wo der Pfeil ist, ist eigentlich genauer gesagt der Atlantik. Ja, da ist er Teneriffa. Okay, Sepp malt. Okay. Ja, okay. Kann man erkennen. Peter. Nee, das Land oben links in Afrika mit Kamelen. Oh Gott, ich bin das eine Land mit Kamelen. Ich hab rechts und links verwechselt. Oh mein Gott, Junge! Warte mal, oben? Ah, hier komm, ich sag nix. Da stehst du sogar oben links und du schreibst oben rechts. Und dann sind da noch Kamele. Dann ist doch ganz klar easy, welches Land das ist. Das ist ein Föhn und kein Kamele. Ja, dann hätte ich an Ägypten gedacht. Ja, ach was. Alter. Ja, Ägypten. Ist ja quasi dasselbe. Ja, ist auch nicht schlecht. Oh, das ist stark. Das ist gut. Ja, es fasst die Flagge Angolas. Ah, bin stolz. Ist das nicht? Haben die da nicht so Sachen drauf? Ja, wir haben die Flagge auf euch. Okay. Ja, aber Jay, wie sieht denn die Flagge Angolas aus? Sag mal kurz. Ja, schwarz und rot mit so einem, keine Ahnung, da war glaube ich eine Sichel drin. Keine und Ahnung. Dakar. Ja, so ungefähr dürfte die aussehen. Ah ja, das könnte ja. Das ist glaube Elite, glaube ich. Ich glaube, Jay, die ist weiß, da ist einfach ein Fragezeichen drauf. Ja, genau, was mit Fragezeichen. Aber verkehrt herum. Nein. Ist das verkehrt herum? Quatsch. Hast mich gerade voll verwirrt. Okay, Shania.
Hat vorgegeben. Team Pietsmeet reitet einen Edit. Oh, ein Gott, Edit. Du Scheiße. Ach, reitet. Yeah. Okay. Da wurde ein bisschen zugedichtet. Oh, Bram hat das gemacht. Oh, das ist doch ganz gut. Okay, ja. Also der Controller ist okay. Ausbaufähig, ne, aber... Ja, dann war dann die Zeit gut und vor allem da oben. Schnell noch so ein... Wieso ist denn der da oben? Das ist falsch, dass er falsch rum ist. Ja, es gab keine Zeit. Ja, aber dann musstest du den schnell falsch rum machen. Nein, ich hatte den falsch gemalt, aber musste mich dann entscheiden, ihn jetzt noch grün zu malen oder den zu korrigieren. Da hab ich dann gesagt, so komm. Team Pietsmeet als Stormtrooper im Ad-Ad. Ja. Das, der Sturmtruppler ist nicht so einfach gewesen, den noch zusätzlich dazu zu machen. Warte mal, warte mal. Aber was wurde denn da raus? Als Sturmtruppler im AT-AT, warte mal, die sind jetzt... Also ja, das ist doch ein Pfeil. Also der Pfeil muss vielleicht überwachen. Aber der Pfeil zeigt doch auf den Hintergrund. Also ich würde jetzt auch sagen, der visiert die an. Das habe ich jetzt auch so gesehen. Und da alle fünf eine Brille haben, war ich jetzt auch noch mehr verwirrt. Bram trägt manchmal Brille. Im Auto. Ja und? Das ist ja AT-AT. Hallo, Brille. Doch, auf geeinigt, dass ich nie die Brille trage. Jay kriegt drei Haare. Mein Gott, jetzt hält er mich auch nicht gehalten. Aber ich habe dann interpretiert, dass er schon Bram meint, weil... Ja. Kampfroboter greift BS an und killt Brammen. Oh mein Gott, Alter. Ja. Oh mein Gott. Alter, okay. Warte, ich glaube, ich weiß, was daraus geworden ist. Oh nein. Also das, da erkennt doch ganz klar den AT-AT bei mir. Wer ist denn das jetzt, der da erschlagen wird? Bram, oder? Weil der hat ja keine Rolle. Ja. Ja, ist doch richtig. Ich hab dann einfach, ich hab gemacht. Pietsmeet bekämpft Metallmonster mit. Oh Gott, ja, das ist ja der hat doch, der hält doch das Kreuz da. Oh Gott. Mich hat das komplett verwirrt, dieses Gemälde da, was ich. Was? Du hast das nicht interpretiert, dass wir den AT-AT reiten? Ja, keine Ahnung, ey. So, Luca musst du dann malen. So scheiße bin ich. Ey, du darfst Gott nicht malen, hallo? Ja. So scheiße ist das nicht. Du hast hier kein Bild von Gott hier. Das ist doch Lakitu. Ja. Ja. Okay. Ach, herrlich. Was hat Luca denn vorgegeben? Jay macht einen schlechten Witz. Das Schöne ist, das kam bei mir nicht passiert. Das gibt's übrigens nicht. Ja, und das Schöne ist, Luca malt diesmal nicht mit. Ja, okay. Oh! Ach nein, das ist. Wieso es weint Jonathan? Vor Lachen. Der freut sich ja auch. Also der ist ja nicht traurig. Kann ja nicht traurig sein, weil der hat ja auch den Mundwinkel nach oben, ja. Ja, stimmt, ja okay, da war gar nicht. Ich hab da ewig drüber nachgedacht, wie man das zeichnen soll. Ja, das ist auch wirklich schwierig. Sieht man gar nicht. Eine Geschichte und Peter schläft ein. Ja, das sind einfach nur Kringel. Ja, das sind Sets, weil das ist ja ein schlechter Witz. Ach so. Oh Mann. Mann. Okay, ja gut, ja. Oh Gott, ja, hab ich erkannt. Finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Mit Drachen und Prinzessin. Der während Dennis neben ihm schläft. Ja. Ja. Jetzt haben wir Dennis erkannt. Das ist geil. Also das hat wirklich Luca-Qualitäten. Coolio Jay schläft auch mit Brille. Aber man muss sagen, ja doch, hat leider doch nur drei Haare, schade. Oh, ja, passt. Jay weint in den Schlaf und Peter knackt. Wieso ich? Was? Ja, was heißt denn knacken? Das habe ich nicht verstanden. Keine Brille. Wie, das hast du nicht verstanden. Knacken ist schlafen. Ich dachte, du meinst kacken und dann aber ich hab's trotzdem versucht zu malen. Warte mal, was ist denn da jetzt los? Ja, ich hab's trotzdem versucht. Ich hab's nicht verstanden, wie ich knacken malen soll. Wenn du dich verstehst. Den Rücken wieder einrenken. Oh mein Gott. Ich finde auch schön, wie du meinen Bart gemalt hast. Ja, das ist ein schlechter Witz. AKA Jay schläft. Oh Gott, ey. Okay. Sehr gut. Gut. Ja, meins ist ein soziales Experiment gewesen, weil Jay hat mir vor der Aufnahme gesagt, ich soll eine ganz lange Geschichte schreiben und das habe ich auch versucht. Ja, die wird irgendwann abgeschnitten, ne? Von ich sagen, da kam von mir. Oh nein. Ja, ich habe mal geguckt, was passiert, ne? Schönes Sozial. Also, ich habe das auch.
Ja, ich so, hab, oh mein Gott, ich Peter, weiß, was hier rauskommt. Ich hab da was anderes rausinterpretiert. Oh mein Gott, nein. Ich wusste, ich wollte nicht einfach nichts malen, das fand ich zu lame, deswegen habe ich ein leeres Bild gemalt. Ich hatte die Ahnung, dass das von Andi kommt. Och nein. Andi hat die Mona Lisa geklaut. Ja. Was? Okay, das ist jetzt aber sehr viel reininterpretiert. Ich wollte gerade sagen, die Mona Lisa ist auch kein Querbild. Okay. Das stimmt, ja, aber das weiß Peter ja nicht. Ich stand schon davor, vor der Mona Lisa. Ach, das ist die Polizei? Okay. Okay. Luca verkauft seine Kunst an Trottel. Das ist die Polizei. Trottel. Wieso ist das jetzt Luca? Luca hat doch keinen Bart. Wieso ist das? Ja, das hat mich auch verwirrt, aber. Die Brille und die, ja, weil die Kunst von Luca kaufen. Okay, und die anderen sahen aus wie so Leute, die halt Sachen kaufen. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das habe ich nicht verstanden. Nicht so ganz. Ja, wird nur ein was wird da draus? Luca schmuggelt Geld über die Alpen. Ja, okay. Verstehe ich, wie man das so verstehen kann. Wieso meinst du den Kontrollen? Ja, Dennis hat keine Schloss Neuschwanstein. Dennis hat keine Zeit mehr, der muss den Kontroll auf alles rummalen, ja? Er wirft das Geld einfach über die Alpen drüber und zwar in einzelnen Scheiben. Das sieht eher aus wie das Disney-Schloss so ein bisschen. Direkt ja komm, aber die beiden Flaggen machen wohl klar, dass die Alpen... Ja stimmt, gibt es überhaupt eine Verbindung zwischen Deutschland und... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Grenze? Österreich, gib mal... Nein, das ist ein schwarzes Deutschland. Alter. Okay, weiter Bram-Folge. Degenkampf zwischen Shania und Luca. Ah, ja. Ach so, Degen. Ach. Hä, was denn sonst? Ja. Egal, es kommt gleich noch. Hä? Okay. Wie habt ihr daraus denn Shania und Luca erkannt? Ja, Luca mit das habe ich doch ein. Das war doch einfach. Shania hat so einen Pinsel in der Hand. Ja, richtig. Jay hat das natürlich erkannt. Das habe ich tatsächlich erkannt. Schneier um die Katakrone. Ja, guck mal. Ich habe die Katakrone vielleicht dazu empfohlen. Das sollte Katakrone bedeuten. Was denn sonst? Oh Gott. Ja, nee, ach, keine Ahnung. Was jetzt das hat mich verwirrt. Da hat auch ein Luca gemacht. Ich weiß denn. Guck doch mal, eine fotorealistische Schere. Also, ich finde das schon gut. Okay, warte mal. Ich glaube, das ist Luca und Schneier kämpfen um die... Ja, ich glaube, Shania verabschiedet sich. Luca gegen Shania mit Scheren. Oh! Wer immer noch bei dem Rennen. So zugedichtet? Shania hat Shania selber! Ich hatte schon mal rote Haare. Luca und Mira aus Aquaman kämpfen. Wie kommst du denn auf Mira? Du Scheiße! Sehr schön, dass die Person sich nie mal selbst erkennt. Hast du irgendwie eine geheime Rolle bei Aquaman gehabt? Oder? Ah, darf ich noch nicht drüber reden. Nicht mehr. Hast du aktuell keine roten Haare? Ich hab blonde Haare. Okay. Peter, super! Ja, aber sie hatte mal rote Haare. Hoffentlich ja, ist 13 war. Wobei ich gerade. Nice. Schön. Ja, okay. Ich finde, das ist sogar ganz gut weitergekommen. Ja, nicht durch dich. Ja, okay. Einen haben wir aber noch. Aliens entführen Michael Jackson. Oh Gott, das habe ich, jetzt, es tut mir leid, ich konnte irgendwie nicht mehr zurückklicken. Also es tut mir sehr leid, was da jetzt passiert ist. Konntest du nicht mehr zurückklicken? Oh mein Gott! Also ich wollte halt einfach was ganz malen. Anders wäre es richtiger gewesen von schwarz zu weiß. Guck mal, man sieht nicht mal leider das andere, weißt du, ich mache sogar ein Bild mit Pfeil, wo die Nase wegploppt einfach, damit man erkennt, dass es Michael Jackson ist. Oh mein Gott. Aber dann ist alles schwarz gewesen. Ich konnte nicht mal zurückmachen. Das war voll scheiße. Ein Alien greift einen Ninja an. Ja, toll. Punkt. Ja. Schon eine Aussage, Alter. Ja, ich hab das verkackt. Okay.
Ja, Ninja spielt Paintball gegen Dipsy von den Teletubbies. Ach so, okay. Als wenn du weißt, dass der grüne Dipsy hat. Klar. Aber Dipsy hat nicht zwei Antennen. Aber Dipsy hat, genau, Dipsy hat nur eine Antenne, ein Kreis. Ja. Das wusste wenn ich du natürlich. Das weißt. Klar. Das wusste ich natürlich. Nee, Moment, Po hat einen Kreis, Dipsy hat nur einen Strich. Scheiße. Glaube ich. Doof. Dipsy war... Okay. Luca, was hast du erkannt? Das Teletubby spielt Paintball gegen schwarzen Mann. Ja. Das hat mir auch vor eine Challenge gestellt. Den Ninja-Sternen. Okay. Sie spielen gegeneinander und nicht der schwarze Mann mit abgeschossen. Was ist das hier? Alter. Das ist aber auch schon von Aliens. Der hat eine Pizza-Shotgun. Das finde ich echt super. Ja, ich wollte die Kugeln da malen. Und ich hatte dann irgendwie, ich war so lange an diesem Teletubby gesessen. Und beim Paintball gibt es auch immer eine Partei, die eine Waffe hat. Die andere, die sind hilflos ausgeliefert. Alter, das ist Gesellschaftskritik. So, das war auf jeden Fall die heutige Folge Gartic Frauen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.